Hallo ihr Lieben, wir sind hier in Pasadena in Kalifornien und ich werde heute eine Balletttänzerin fotografieren. Und was daran sehr schön ist, was ich wollte schon immer mal machen, weil die sehr gute Posen machen und auch weil die immer sehr diszipliniert sind. Deshalb werde ich euch jetzt einige Hintergrundeinblicke zeigen und auch Fotos und richtige Tipps für Fotografieren von Tänzern. Hi, my name is Alina. I'm a ballet dancer from Russia. I live here in LA. Allgemein dauert ein Tanzfotoshoot länger als ein normales Fotoshooting, da man Bewegungen und bestimmte Posen zur richtigen Zeit erfassen muss. Wenn man den Tänzer einfach still in Tanzposen fotografieren möchte, dann braucht man nicht so viel Platz. Jedoch, wenn der oder diejenige sich bewegen soll, dann sollte man einen Ort auswählen, wo das Motiv genug Platz hat, um sich zu bewegen und auch eine gute Oberfläche. Es ist schwieriger an öffentlichen Orten, also wo viele Menschen sind. Was für ein Objektiv sollte man verwenden? Wenn man zum Beispiel draußen, also on location ist, dann sollte man ein Objektiv benutzen, das eine gute Reichweite hat. Ein Weitwinkel-Zoom-Objektiv ist sehr gut dafür. Während dieses Shootings habe ich ein 17 bis 55 mm Objektiv verwendet und ich habe auch ein 35 mm Objektiv benutzt und dieses war sehr gut, denn es war leicht und ich konnte mich sehr einfach mit Alina mitbewegen. Vor kurzem habe ich mir ein gutes 70 bis 200 mm Teleobjektiv gekauft. Bisher habe ich es nur in der Motorsportfotografie verwendet, jedoch glaube ich, dass es sehr gut für diese Art von Fotografie ist, denn es fokussiert schnell und die Bildschärfe des Objektivs ist sehr gut. Nummer 4 ist die Serienfotografie. Man sollte die Kamera auf den Serienfotografie-Modus einstellen, also dass mehrere Fotos schnell hintereinander durch Drücken des Auslösers oder durch Halten des Auslösers aufgenommen werden. Man sollte verschiedene Verschlusszeiten ausprobieren. Ich benutzte eine langsame Verschlusszeit von einer 30. einer Sekunde und einer 50. einer Sekunde, um die Action einzufrieren. Und ich verwendete eine sehr schnelle Verschlusszeit im Bereich von 400 bis 1000 einer Sekunde, um alles sehr schön scharf zu bekommen. Wenn man ein Studio hat, ist es sehr einfach, die Beleuchtung einzustellen. Jedoch ist es vor Ort, draußen und auch wenn sich das Motiv bewegt, schwieriger. Ich habe festgestellt, dass es viel einfacher ist, wenn man natürliches Licht verwendet und die ISO dem Licht dementsprechend anpasst. Ich habe nur Blitzlicht verwendet und auch einen Reflektor, wenn Alina sehr still stand. Prüft regelmäßig die Bilder. Während eines normalen Fotoshootings überprüfe ich die Bilder nicht so oft, aber in diesem Fall fand ich es nützlicher, die Bilder regelmäßig zu prüfen, besonders wenn man verschiedene Verschlusszeiten ausprobiert. Zeigt dem Tänzer einige Bilder. Tanzposen sind sehr spezifisch, besonders Balletttanz. Wenn ihr also nicht genau wisst, welche Art von Posen richtig sind, dann solltet ihr ab und an die Bilder eurem Motiv zeigen. Versucht dies aber zu einem Minimum zu halten, denn zu viele Unterbrechungen können kontraproduktiv sein. Schatten funktionieren hervorragend in der Tanzfotografie. Geht einfach zu einer gut beleuchteten Wand und überlasst dem oder der Tänzerin ihren freien Lauf. Der letzte Tipp für euch ist, ein Stück Stoff für die Erfassung von Bewegung zu verwenden. In diesem Fall gab ich Alina ein Stück Tüllstoff und sie benutzte es mit ihrem Tanz. Tüll oder auch ein anderer durchsichtiger Stoff ist sehr gut. Leichte Materialien sind sehr gut zu verwenden. Ich denke mal, ein Stück Seide oder ein Stück leichte Baumwolle wird auch gut funktionieren. Nun, um einige Punkte zusammenzufassen. Stellt sicher, dass ihr genügend Zeit für das Fotoshooting einplant. Wählt einen Ort, der zu eurer Vision passt.
und der eine gute Oberfläche hat für den Tänzer, um sich zu bewegen und auch nicht, dass die Tänzer sich nicht verletzen, spielt mit verschiedenen Verschlusszeiten und verwendet ein Stück Stoff und eine lange Verschlusszeit, um Bewegung und Unschärfe zu erfassen.